Ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu Mindtest. Ja, nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen rumgeguckt haben in unserer letzten Höhle, machen wir jetzt in der Folge ein stupides nach unten graben. Und zwar tatsächlich einfach so lange, bis wir irgendwie auf Sulfat stoßen. Oder auf Uran. Weil dadurch, dass wir die beiden Sachen noch nicht gefunden haben, gehe ich persönlich mal davon aus, dass wenn wir auf eins der beiden stoßen, wir auch auf das andere stoßen. Das heißt, entweder stoßen wir auf Sulfat, dann haben wir direkt Sulfat, oder wir stoßen auf Uran, dann brauchen wir bloß ein bisschen weiter suchen und dürfen dann auch auf Sulfat treffen. Ja. Die Frage ist halt nur, wie lange dürfen wir jetzt suchen? Ich bin gespannt. Ich sag mal so, ich veranschlage dafür erstmal die heutigen beiden Folgen. Wenn wir bis dahin was finden, schön. Und wenn nicht, breche ich die Aktion erstmal wieder ab und konzentrieren wir uns erstmal wieder auf andere Sachen. Und die Spitzhacke ist schon wieder kaputt. Das gibt es doch gar nicht. Schön viel Zeug hier. Oh, da habe ich mir die Leiter weggebaut hier. Dann sollte ich mal hier wieder bei zwei Steinen setzen. Oh. So. Oh, na schau mal an. Eine kleine feine. What the fuck? Upsala. Okay. Wir streifen also genau so eine Kackschlucht. Ist ja auch mal ein bisschen nice. Bisschen scheiß gefährlich vielleicht, aber nice. Bloß Gold. Hier ist auch wahrscheinlich wieder nur Gold. Ja, alles nur Gold. Na gut, lassen wir mal. Können wir später genauer erkundschaften. Genau. So. So, auch bloß Gold. Ach Mann. Ich will auch Sulfat haben. Ach, weg hier, du blöder, was auch immer du bist. So. Unsere Leiter ist da. Ich mache mal hier wieder ein paar Leiter hin. Das hat sehr gut funktioniert. Und schon unsere Leiter wieder alle. Holy moly. Ist das schlau? Ich mach mal erstmal hier. Boah, was will denn da? Ich mach mal erstmal so. Dann haben wir ein bisschen.
Nicht, dass wir gleich zu viel haben. Das wäre auch ein bisschen blöd. So, 80 Leiter. Perfekt. So. Geronimo! Ach komm, leck mich. Hab dich verarscht. Also jetzt bist du immer langsam wie katholisch im Weg, ne? Du stehst mir im Weg, kann ich auch nichts für. Oh, Mäse! Yay! Sehr schön. Ein bisschen Mäse schadet nie. So, ein paar Leitern zur Orientierung. Kackkrabbel hier. So, die Spitzhacke ist auch gleich tot. Und er ist auch schon tot. So, das heißt, du bitte. Achso, brauchen wir wieder ein paar Stöcker. Tja, bald ist unser Rainbow-Ohr weg. Aber gut, bald ist auch unser Platz weg. Achso, siehst du, wir haben ja noch mal massig. Eigentlich schon wieder. Siehst du, by the way, mir fällt gerade auf, warum ist eigentlich hier reingepackt? Bin auch ein bisschen bescheuert. Ach, die beiden können da drinnen bleiben. So, ihr bitte da mit rein. Danke. Also ich weiß ja, das Spiel heißt Mein Test, aber das ganze Meinen geht hier gerade schon irgendwie ganz schön heftig weit. So, die Leiter müssen hier ran. Bop, bop, bop. Alter Schwede, ist ja hier. Vor allem wie kacke schnell, wie gesagt, diese Rainbow-Kacke ist. Das ist ja. Yay, yeah, endlich mal ein bisschen Mäse hier. Gut, ich meine, wir haben mittlerweile schon viel Mäse, aber immer noch so wenig, dass ich über jedes bisschen Mäse dankbar bin. That's for sure. Oh, eine Höhle. Sieht jetzt nicht ganz so groß aus, kann aber täuschen. Mal gucken. Wir kommen da raus. Das heißt, hier. Ich baue erstmal die ganzen Leitern hier auf und dann gucken wir uns die Höhle mal ein bisschen an. Ich muss übrigens mal gucken, ob ich mein Right-Click, weil man kann die Zeit, diesen Delay zwischen den Klicks, wenn man dauerhaft gedrückt hält, dann platziert er die Blöcke in einer gewissen Geschwindigkeit. Und ich weiß nicht warum, aber standardmäßig ist diese Geschwindigkeit und dann meint er so eingestellt, dass sie zu hoch ist. Das heißt, wenn man konstant läuft und dabei die gedrückte Maus hast gedrückt hält, klar. Die rechte Maustaste gedrückt hält,
dann platziert man die Blöcke schneller, als man sich in Blöcke pro Sekunde vorbewegt. Was daraus oder was darin resultiert, dass man teilweise halt mehrere Blöcke auf einmal baut, was eigentlich total dumm ist. Das heißt, ich müsste mal die Zeit so einstellen, dass wenn ich halt normal laufe und dann die rechte Maustaste gedrückt halte, er auch in der richtigen Geschwindigkeit die Blöcke platziert. Müsste ich zwar ausprobieren, welcher Wert denn das wäre. Beziehungsweise vielleicht steht auch im Wiki, in welcher Geschwindigkeit man standardmäßig läuft. Dann könnte ich einfach die aus der Geschwindigkeit das Delay berechnen. Weil so muss man halt wirklich immer manuell mit der Maus klicken. Weil wenn man weil wenn man gedrückt hält, da sieht man schon, er platziert andauernd Leitern daneben. Weil man nämlich zu schnell baut. Das ist halt dumm. Das ist halt richtig dumm. Hier ist Gold. Egal. Gold interessiert keinen. So, noch 14 Leitern. Boah. Okay. Heftig. Vielleicht ein bisschen zu heftig, aber für einen Herzinfarkt hat es noch nicht gereicht. So, dann platzieren wir mal ein paar Fackeln und gucken mal, womit wir es hier gerade überhaupt zu tun haben. Okay, es ist also schon eine etwas größere Höhle. Aber wie gesagt, doch keine Monsterhöhle. Ne, also nicht so wie die beide, die wir bereits gefunden haben. Das hier ist eher eine normale Höhle. Aber halt eine große. Immerhin. Aber auch hier sieht man nichts irgendwie jetzt von neuen Elementen. Ach Gott. Oh, Mese. Ach, schau mal einer an. Was haben wir denn hier gefunden? Das war schon? Schade. Upsala. Ja, das war nice. Na gut. Die Höhle scheint nicht allzu viel zu bieten. Von daher gehe ich einfach mal direkt wieder raus. Beziehungsweise mal gucken, ob hier noch in die Richtung was ist. Aber sieht auch eher so mager aus. Oh, was ist. Achso, ist eine Mine. Da ist gerade schon das Lava. Siehst du, warum haben wir eigentlich kein Lava? Wir stoßen irgendwie nie auf Lava. Kann das sein? Also, naja. Die Frage mit, kann das sein, kann ich mir selber beantworten. Nein, tun wir nicht. Wobei doch, direkt ganz oben, als wir angefangen haben mit der Mine, bei den ersten paar hundert Blöcken Tiefe, da hatten wir ab und zu Magma. Aber jetzt, so die letzten paar hundert Blöcke, irgendwie nicht so. Ja, hier ist eine riesige Lücke, die ich überqueren, obwohl. Warum eigentlich nicht? Die Frage wäre, wow, das hätte jetzt gerade auch schief laufen können. Die Frage, auf welche Höhe überqueren, am besten so. Oh, Alter. Ich trau mal nie. Kann man bitte jemand Licht machen? Danke. Oh, wir sind ja schon da. Und ein bisschen Mehl. Werden wir direkt wieder belohnt für unseren Fleiß. So. Okay. Ist doch eine etwas größere Höhle. Oh. Aber kann sein, dass das jetzt hier doch eine Mega-Höhle ist? Weil die Nierencat da hinten scheint eine ganz schöne Ferne zu sein. Und trotzdem können wir sie ja natürlich klar sehen. Sonst würden wir sie ja nicht sehen. Da komme ich auch erstmal ein bisschen Holz. Stöcker. So. Dankeschön. Beziehungsweise, Dankeschön.
sieht mir fast aus. Doch, 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 das ist eine Mega-Höhle. Lol. Mit einer hübschen Neon-Cat drinne. Cat. Die einfach mal im Berg eingebettet ist. Auch nicht, nicht, auch nicht schlecht. Immer mit dem Kopf in die Wand. Ach nee, die liegt hier nur so, komisch so. Auf. Oh, ist sogar nicht schön lange. Lol. That's what she said. So, dann komm mal mit, meine kleine Füße. Easy. Neon Cat. Yay. So, jetzt mal ganz kurz gucken, von wo ungefähr kommen wir. Vielleicht kann ich doch direkt eine Bresche zu unserem Eingang schlagen. Dann haben wir hiermit jetzt die nächste Mega-Höhle gefunden. Wir kommen von da hinten, ne? So, dann lösche ich mal hier ein bisschen lang. Den müssen wir, genau. So, aus der Richtung ungefähr kommen. Oh, Silber. So viel Silber hier. Die Frage ist, von wo genau kommen wir? Achso, von hier unten. Okay, das heißt eigentlich... Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz... warte mal kurz. Also, da in die Richtung geht die Höhle. Heißt also hier so schräg. Das heißt, wir merken uns mal die Richtung. Jetzt gehen wir mal zurück zu unserer Mine. Ja gut, dann müssen wir aber nochmal ein Stück hoch. Kann das sein? Wo genau geht unsere Mine rein? Oh, Diamant! Diamanten? Stimmt, davon haben wir bisher auch kaum welche. Die habe ich mittlerweile schon wieder komplett vergessen. So selten haben wir die bisher gefunden. Da war ja was. Diamanten gibt es ja auch noch. Ah ja, schön, dass wir davon jetzt mittlerweile auch ein paar haben. So. Ja, okay, unser Aufstieg ist ganz schön weit weg. Es ist ein ganz schönes Stück bis zu unserem Aufstieg. Ja, hier. Okay, die Frage, die Sache ist, die Mega-Höhle müsste in die Richtung ungefähr sein. Schlagen wir jetzt hier einfach einen Weg durch? Ja, ne? Würde ich fast sagen. Okay. Upsala. Oh, wir kommen doch ein bisschen heraus, als ich dachte. Hä, ist es jetzt gerade die Mega-Höhle? Nee. Doch, also ist ja beleuchtet, aber... Nee, das ist bloß der Weg, den wir vorhin markiert haben. Ugh, Kacke. Das heißt, wir kommen hier ganz falsch raus. Oh Gott, Alter. Was machen wir denn da? Ah, genau, hier unten ist das. Ja. Jetzt müssen wir hier gleich eine Fackel irgendwo sehen. Genau, da oben ist er. Okay. Okay. Die Herausforderung nehme ich an. Ich entferne mir hier voll ganz kurz die ganzen Fackeln. Obwohl, kann ich auch da lassen. Obwohl, nee. Obwohl, doch. Eigentlich schon. Kann ich jetzt auch wieder hoch? Nee, ne? Doch. Die Sache ist, geht hier vielleicht direkt zur Mega-Höhle? Ne, hier ist bloß ein kleiner Abzweig. Ist bloß hier der Abzweig, der hier runter, denn unten in der Brücke, in der Mine endet. Oh, wir haben hier wieder Diamanten gefunden. Yay! Siehst du, neuer Rohstoff gefunden. Diamanten. Upsala. Jetzt können wir auch endlich mal wieder ein paar Sachen bauen, die Diamanten brauchen. Da waren wir, da hatten wir. Oh, Alter! Da waren sich ja ein bisschen immer die Hände gebunden. Gut, also ich muss sagen, das hier wird gerade irgendwie nicht so schön, wie ich dachte. Das heißt,
Wir müssen uns zu der Mega-Höhle mal alternativ. Ach, was ist das einfach den Weg hier? Nutzen einfach den Weg. Easy, der ist schön, der ist gemütlich. Zwar absolut gar nicht, aber irgendwie ist die Mega-Höhle so weit entfernt von unserem Eingang, dass hier ein ordentlicher Weg zu bauen sich als schwierig erweisen könnte. Vor allem, weil ja auch so viele Querschluchten sind. Das ist ja schlimm. Na gut, gucken wir erstmal, ob es hier Sulfat gibt. Aber bei so mega scheint die Höhle gar nicht zu sein. Also ist zwar eine große Höhle, eine sehr große offene Höhle, aber jetzt wirklich so mega scheint die noch nicht zu sein. Okay, hier geht's runter. Warte mal ganz kurz, immer kurz, damit ich überhaupt mal einen Überblick bekomme. Skybox. Ja. Aber gut, doch, in die Richtung ist relativ offen. Scheint also definitiv noch eine doch etwas größere Höhle zu sein. Ach so, weil die einfach nur so ein Boiler-Weg ist. Deswegen hat es sich gerade getäuscht. Ja. Okay, ist auch eine Mega-Höhle. Nur wir leuchten gerade in die falsche Richtung aus. Wir leuchten quasi gerade am Rand lang, während in die Richtung alles offen ist. Sehr schön. Ganz schön bewölkt hier in der Höhle, kann das sein? Wobei das keine Wasserwolken sind, das hier sind alles Schwefelwolken. Oh, hier geht's aber steil runter. Lass mich mal kurz gucken. Oh ja, hier geht's ein bisschen runter. Aber das Mäse. Oha. Und schnell wieder auf. Schau mal einer, guck. Eine Mine. Tja, und wir sind hier auf einer Zunge und unter uns ist viel Platz. Das heißt, wir würden tief fallen. Oh mein Gott. Oh, Alter. Da kommt Freude auf. Tralalalala. Ja, hier geht's. Oh Gott. Okay, das heißt aber, dann können wir uns vielleicht doch. Jetzt ist die. Die sind hier oben von der Art. Weil wir kommen hier gar nicht runter. Okay, das heißt, dann kramen wir uns mal doch tatsächlich noch ein bisschen weiter runter. Boah, das ist eine richtig große Höhle. Guckt euch das mal an. Okay, dann gehen wir doch mal wieder zu unserem Eingang und gehen in dem Eingang ein bisschen weiter runter noch. Oh. Und kramen uns dann mal nochmal Richtung der Mine hier. Vielleicht bringt das dann was. Denn ist halt auch Mese. Da will ich das auch hin. Oha. Zum Glück habe ich hier gerade ausgeleuchtet. Sonst wäre das ein tiefer Fall gewesen. Wobei, von da kommen wir vielleicht sogar nach unten hin. Hä? Nee, Moment mal. Ach so, das ist. Ja, wow. Wenn ich hier runterfalle, komme ich bloß auf die Ebene, die ich da schon ausgeleuchtet habe. Das ist also noch nicht die Hauptebene. Da ist ein Spinnennetz. Lol. Ach, ups. Ich habe mich zu weit gebaut. Das Mese. Ist da. Ich komme zu Papa. Meine kleine Mese. Diamanten auch noch. Sehr schön. Ne, ein Diamant. Also so mit dieser Skybox hat es halt schon eine geile Atmosphäre, ne? Was machen die da draußen jetzt schon wieder hier für einen Lärm? Ich will mal hier gucken, ob man hier nicht vielleicht doch ein bisschen lang kommt. Es sieht halt hier gerade so ultra interessant aus. Ja, man kommt hier lang. Geil.
Holy shit. Ja, komm. Och Mann. Genau ins Spinnnetz gelaufen. Ernsthaft jetzt? Und hier draußen ist gerade echt leer? Wollt ihr mich verarschen? That's not so funny. Scheiße. Man kann Spinnnetze nicht mal benutzen, um daran hochzuklettern. Das ist ja langweilig. Okay, komm, das hier bringt nichts. Wir kommen hier nicht unbedingt weiter. Wie gesagt, wir gehen nochmal zu unserem Aufgang. Und gucken dann, ob wir quasi vom Aufgang, das hat nicht so gut funktioniert, ob wir von unserem Aufgang noch ein bisschen tiefer gehen können und dann hupsala. Ja, wir steigen fällt tief. Wie gesagt, dann gehen wir bei unserem Aufgang noch ein bisschen tiefer. Komm ich jetzt überhaupt rum? Ja. Und graben uns dann nochmal in Richtung der Höhle hier. Wo ist unser Eingang? Warte, hier unten. Ja, genau. Die Frage ist nur, wie tief müssen wir wieder runter? Was? Ist hier ein Dungeon Master? Hallo, Dungeon Master? Hä? Oh, da ist ein Mieter. Komme ich aber leider nicht ran. Ernsthaft jetzt? Ach komm, das ist doch hier, das ist doch Betrug. So. Okay, unser Inventar ist schon wieder voll. Backpack. Danke. Rein da, rein da. Rein da. So, Dungeon Master sehe ich nicht mehr. Dann lassen wir doch mal in Ruhe. Kram muss dann noch ein bisschen weiter nach unten und dann, ja, müssen wir uns mal überlegen, wie wir am dümmsten in diese Kackhöhle kommen. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, können wir uns doch einfach in die Richtung baggern. Warum wird es hier gerade dunkel? Ach, weil ich die Skybox anhabe. Ja. Tada, schon ist es hell. So. Wow. Da hat ja gut funktioniert. Das hat ja sehr gut funktioniert. Licht, danke. Oh, genau wie ich im Moment Licht gemacht. Alter, wie heute los? Also medienmäßig läuft gerade gut. Medienmäßig. Geil, Ronny. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Was? We have too many ore. Alter, also der Inventar ist so kackvoll. So eine Kacke aber auch. Du kommst noch da oben. Komm jetzt hier. Danke. Danke. So, Backpack. Tasche. Du da rein, du da rein. Was geht noch weg? Du da rein. Ja, Rest. Kann sein, dass ich hier in eine Richtung buddel, wo es nicht mehr weitergeht. Aber
Eigentlich müssten wir doch schon längst Licht sehen. Oder zumindest die, also im Bereich der großen Höhle ankommen. Mist, meine Fackeln sind alle. Ich glaube, wir sind hier falsch. Gut, dann gehe ich mal wieder ein bisschen zurück. Obwohl, hier war... Ah, nee, Quatsch. Wo war denn der Aufgang, wo wir die Oberfläche sehen? Hier war der. Nein, auch nicht. Gott, wie, ich sage ja, wir sind schon viel zu weit. Ach, da vorne, ja. Gott. Ach nee, doch schon hier. Okay. Ach so, das ist unser Haupteingang. Das heißt, wir müssen jetzt hier so ungefähr, na, ich sag mal so bei der Fackel. Ja, danke dafür. Hat gut funktioniert. Hä? Ach so, ja, weil es jetzt so schräg rund. Wow. Alter, was ist denn hier? Was habe ich denn hier für ein Scheiß-Pech? Gut, dann gehen wir mal hier doch noch nicht lang. Dann gehen wir mal doch ein bisschen weiter. Alter, also manchmal nehme ich schon ein bisschen sterben. So, dann gehen wir mal doch zur übernächsten Fackel. Also die hier nicht. Aber die so ungefähr. Oder am besten gehe ich mal hier so lang. Hier ist so eine schöne kleine. So eine Art Empfangsbereich mit dieser großen, mit dem großen Loch. Das heißt, das große Loch können wir nutzen, um hier auch abzubiegen. So in die Richtung. Und zu verhungern. So. Müsste ich aber hier wirklich gleich mal bei der Höhle rauskommen. Aha. Oh, Diamant. Oh. Okay. Ja, wir kommen bei der Höhle raus, aber nicht so, wie ich es gehofft hatte. Alter. Bester Freund der Mädchen. Oh mein Gott, sowas von sexistisch. Plus ein paar Diamanten und schon laufen die alle nicht hinterher. Ja. Gilt das auch für minderjährige Mädchen? Ich meine, das wäre schon echt nicht überlegen. Nein. Aber ich. Nein. Okay, also wir müssen noch tiefer. Die Frage ist, wie tief? Scheiße, ich will sterben. Was mache ich mir jetzt? Was tun wir jetzt? Kann ich vergessen. Okay, wo kommen wir denn hier ungefähr raus? Sehe ich schon. Okay, dann sind die Fackeln. Wir müssen also definitiv noch viel tiefer. Das heißt, der gesamte Kack hier war umsonst. Oh mein Gott. Gut, ich würde mal sagen, machen wir in der nächsten Folge. Alter Schwede, ey. Okay, also es ist jetzt zumindest spannender, als einfach stumpf irgendwelche Höhlen abzulaufen. Aber, bisschen tricky. Bis dann.